Ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge von Elden Ring. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich hier bei meinem neuen Let's Play begleitet. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die ganzen Supporter, meine bestehende Community und natürlich auch herzlich willkommen an meine neuen Zuschauer. Ja, der Kanal ist noch sehr klein, wie die neuen Leute sehen und dementsprechend bin ich für jeden Supporter mal dankbar. Ich krieg alles und sehe auch alles, also krieg alles mit und sehe auch alles, was passiert. Kommentare versuche ich auch in der Regel immer alle zu beantworten. Klappt nicht immer, weil es doch recht viele geworden sind mittlerweile. Aber da gebe ich mir Mühe. Letzte Folge haben wir uns auf jeden Fall hier in diesen Burgabschnitt begeben, wo wir als erstes hinkommen. Wir haben auch in der letzten Folge hier unten diese Ruinen vor dem Tor weggeknallt. Und das Sturmtor. Im Sturmtor müssten wir eigentlich noch ein bisschen was machen, das weiß ich. Das Problem ist, da hängt ein Riese rum und die Riesen sind halt übelst krank. Was ist das da? Ach, das ist wahrscheinlich diese Gnadenpuppe, ne? Wartet mal gerade. Wir haben doch schon mal so eine Puppe. Ach, die Puppe war in der Höhle, ne? Ja. Okay, ich glaube, dass das hier diese Gnadenpuppe ist. Das ist einfach so ein Zwischenstartpunkt. Ne, das sind wir. Das sind wir. Hier können wir, hier ist ja, okay, das bin ich, alles klar. Gut. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall wieder an so einer Befestigung angekommen. Und versuchen hier gerade die Gegner mal so ein bisschen wegzusneaken. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob da hinten noch welche stehen. Ich glaube aber eher nicht. Wir haben ja einiges an Vorarbeit geleistet. Versuchen uns jetzt auf jeden Fall mal einen von denen da zu snacken. Hallo? Ach, der andere sieht uns als erstes. Okay, ja gut, das ist mir auch recht. So, dann komm mal her. Ja, die nehmen auch nicht mehr sofort ihre Deckung auf, ne? Da hat From Software, glaube ich, ein klein bisschen es leichter gemacht. Also deswegen halt auch die schiere Masse an Gegnern, weil sie einfach ein wenig einfacher sind zu durchbrechen. Also, ach doch, da stehen wohl noch welche. Oh, der hat uns jetzt doch gesehen. Dieser Moment zum Beispiel, das wäre in einem Dark Souls-Teil undenkbar gewesen. Weil die einfach dafür viel zu krass wären, die Gegner. Also, wie gesagt, wenn du mehrere Gegner hast, die hier stehen und auf dich eindreschen und in einem Trupp kommen, dann hast du natürlich schnell ein Problem, klar. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Aber ich kann mir ein... Okay. Jetzt sind natürlich wahrscheinlich alle Gegner wieder da. Wir hätten das sein lassen sollen, die Typen da alle weghauen zu wollen. Lass uns mal gerade gucken, diese Rova-Frucht, wofür war die noch gleich? Ach hier, ruft drei einsame Wolfsgeister bei, ruft eine Geisterqualle herbei, okay. Hier. Material zur Herstellung von Objekten. Straußmomente, findet noch. Na, das haben wir ja schon alles gelesen. Wofür. Ach, das braucht man wahrscheinlich Objektherstellung hierfür irgendwas, ne? Hier. Rovarosine füttert diese. Ach so, füttert dies Sturmwind für eine LP-Regeneration. Okay, wir müssen das Pferd auch füttern, wenn es getroffen wird wahrscheinlich, weil es sonst irgendwann stirbt. Das ist natürlich eine krasse Eigenschaft. Ach Mann! Der blöde Posaunentyp.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die da unten leben ja auch wieder. Ah! Scheiße. Oh. Ah, guck an. Hey, ich bin einer von euch, einer von den Imkern. So, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also das ist natürlich, die Gegnertypen als Einzelne sind wirklich nicht schwer zu bekämpfen. Also das ist jetzt tatsächlich Start from Software, glaube ich, abgebaut. Warum sie das getan haben, weiß ich nicht. Vielleicht wird das ja auch noch krasser mit dem späteren Spielverlauf. Aber jetzt gerade hier, so die ersten Stellen, muss ich sagen, ist recht überschaubar. Weil man eigentlich relativ schnell erkennt, wie das Spiel, wie das Kampfsystem von denen hier ist. Und die lassen einem schon recht viel Freiraum, um da reinzuknüllern. Und sie, ja, in ihrer eigenen Verteidigung halt zu überraschen. Wenn sie jetzt hier zu zweit kommen, dann wird es natürlich ein bisschen gefährlicher. Da muss man aufpassen, dass man sie irgendwie ein bisschen auseinandergezogen kriegt. Boah, der hat meine ganze Verteidigung gerade durchbrochen. Der Typ mit dem Hammer ist ekelig. Boah, das war knapp. So. Ah, guck mal hier, eine Spaltaxt haben wir gefunden. Schauen wir mal eben nach. Ich glaube nicht, dass wir die nutzen können. Ah, doch, können wir. Krass. Körperlich 11, körperlich 40, skaliert auf D, die auf C. Gewicht haben wir genug. 103 plus 13, 108 plus 11. Körperlich 41. Da ist der Knüppel, ist der tatsächlich besser? Das Ding hier ist leichter, auf jeden Fall. Ganz komisch, ne? Das hier wird einem... Der hier wird einem auch als... mit einem Haufen roter Zahlen generiert. Warum? Der hier 108 plus 11, 103 plus 13 sind 3, sind 6. Das sind 106, das sind 116. Und das hier 108 plus 11 sind 109 plus 10 sind 119. Also der macht doch mehr Schaden. Der macht auch mal Abwehr-Schadensresistenzen. Ist der hier... Gut, der körperlich macht er ein bisschen weniger. Aber der ist auch leichter. FP-Kosten, Fokuspunkte. Ich meine, okay, der hat jetzt keine krasse Fähigkeit. Aber der skaliert halt auch auf Geschicklichkeit. Wir nehmen das Ding mal. Keine Ahnung, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich kann die Werte nicht so ganz deuten. Fahrstuhl haben wir immer noch. So, dann rein ins Geschehen. Auf jeden Fall nimmt unser Bettler jetzt mal langsam ein bisschen Gestalt an. Das ist natürlich ganz cool. So, wo sind denn hier die Nächsten? Ich will meine neue Streitaxt ausprobieren. Da oben. Okay, schneller ist die auch im Angriff.
So, und die Typen da vorne, die würde ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich stehen lassen, wenn da nicht unser Hab und Gut noch liegen würde. Na, war klar, dass jetzt beide kommen. Scheiße. Gut, dann müssen wir jetzt beide machen. Da kommt noch einer. Wo kam der denn jetzt noch her? Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, mit dreien wird es jetzt natürlich fast unmöglich. Okay, einer geht schon wieder zurück. Das ist ganz gut. So, wenn man sich den Schaden mal anguckt, da haut man mit 140 direkt rein. Das Ding ist auf jeden Fall besser als der Knüppel. So. So, jetzt können wir uns aber auf jeden Fall unser Hab und Gut wiederholen. Und dann werde ich mich hier den Wald weiter hoch sneaken. Jetzt beeile ich mich da aber auch ein Stück weit, dass ich den Scheiß auch kriege. So, weg. So, und hier dürfte die mich ja nicht treffen, ne? So, auch auf jeden Fall mal hier in den Randgebieten umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ah, Material einsammeln. Das ist wieder herbar, okay. Was diese leuchtenden Schädel hier sollen, verstehe ich aber auch nicht so ganz, ne? Kann man nicht draufhauen, sind einfach da. Ganz merkwürdiger Scheiß. So, okay, jetzt holen wir uns mal da vorne den Typen oder einen von denen. Ne, Moment, bevor wir das machen, können wir uns nicht den Typen an der Balliste snacken? Nee, das ist mir zu risky. Nachher stehen wir bei dem. So, jetzt ballert die aber nicht mehr. Das ist doch schon mal was wert. Oh. So. Gut, nix. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall den Weg in den Turm reingefunden, also oder ins Schloss. Können wir ja auch ballern? Nee, natürlich nicht. Was für ein Klotz von der Balliste, unglaublich. Was jetzt krasser Überraschungseffekt gewesen wäre, wenn du hier reinrennst und das Fallgitter runterkäme. Das wäre krass gewesen. Ah ja, ein Punkt der Gnade. Die verlorene Gnade entdeckt. So, wir rasten mal, weil wir können wieder Level-Ups vergeben. Wenn ich mich nicht täusche, fast drei Level, ne? 7, 14, 21, ja, fast drei Stück. Wir machen eins in Kraft und eins in Stärke. Wieder. Obwohl, ja, nee, komm, Stärke muss am Anfang ein bisschen hochgehen, damit wir einfach ein bisschen mehr Damage austeilen. Weil ab jetzt wird es wahrscheinlich schon direkt ein bisschen schwieriger, weil stärkere Gegner. Wir haben leider auch keine von diesen Dingern mehr gefunden, womit wir jetzt nochmal uns mehr Runen dazu holen können.
Dementsprechend müssen wir jetzt gucken, wie wir hier weiterkommen. Was haben wir denn hier? Zauberer Roger. Diesen Gast herbeirufen. Nein. Ist hier ein Boss oder was? Normalerweise. Ja, das sind doch Lannisters. Kann mir doch jeder erzählen, was er will. Das sind Lannisters, Alter. Löwenwappen auf rotem Grund. Das ist die Tod. Das ist. Wie heißt das Schloss nochmal? Castle Hill oder so? Irgendwie. Ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Game of Thrones ist leider schon lange her. Kasterlistein auf Deutsch, glaube ich, heißt es. Das ist Schloss Kasterlistein. Der Boss hier wird wahrscheinlich. Hier der Vater. Ach du Scheiße. Margit, das... Was? Das grausame Mal. Na toll. Ja, das ging sehr schnell. Der hat eine unheimlich große Verzögerung und eine unheimlich große Range mit seinem Stäbchen. Also wir müssen jetzt mal gucken, also... Ich glaube, dass der gar nicht so schwer ist, wie er aussieht, aber wir werden das jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal versuchen. Ich hätte jetzt nie im Leben damit gerechnet, dass wir hier ankommen und sofort unmittelbar in einen Bossfight kommen. Hätte ich nie im Leben gedacht. Also vor allem nicht, dass wir direkt hier zum Boss kommen. Das hätte ich nie im Leben gedacht, Freunde. Ja, toll. So, dann komm mal her, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, wie viel du aushältst. Ich habe da eben nämlich gar nicht drauf achten können. Oh Gott. Ja, der verzögert ziemlich heftig. Da muss man sich erstmal drauf einstellen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den in dem Stufe, den ich hier habe, schon machen kann überhaupt. Ja, ne? Wenn man sieht, wie viel wir ihm Schaden machen und wie viel Leben wir haben, wird das ein ziemlich heftiger Kampf, glaube ich. Also wir müssen da natürlich mal wieder, wie es in allen From Software-Teilen der Fall ist, uns ganz stark darauf einlassen, was macht er überhaupt, was kann er überhaupt. Und dann kann man daraufhin natürlich hingehen und versuchen, diesem Ganzen entgegenzuwirken. Anders wird das nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass es hier auch mal wieder klug ist, am Mann dran zu bleiben. Wenn man es irgendwie schafft. Dieser Zauberscheiß macht auf jeden Fall schon gut Schaden. Und dem kann man ausweichen, das funktioniert. So, Ausdauermanagement ganz wichtig. Okay.
Sollte das tatsächlich mal ein Boss sein, bei dem man ein bisschen auf Range bleiben sollte? Das kennt man von From Software so gar nicht. Boah, krass, der Angriff war jetzt unerwartet. Und ich dachte, da piekt er nach vorne. Ist aber auch ein hässlicher Typ, weißt du das? Ja, toll. Ah. Ja, ich muss mich da ein bisschen mehr auf die Attacken einlassen, was er so tut und macht. Aber ich denke mal, dass das nicht ungewöhnlich ist. Cutten werde ich das hier nicht, Freunde. Also da habe ich keinen Bock drauf. Weil, weil da habe ich, das möchte ich nicht. Das fände ich irgendwie doof, weil das haben wir bei Dark Souls noch nie getan. Also wenn das hier 35 Anläufe braucht, das Ganze, dann ist dem so. Du bist echt ein hässlicher Zeitgenosse. Kann man dem den Schwanz abschlagen, wie man das von früheren Dark Souls-Kämpfen kennt? Die Nummer war gerade auch neu. Also er hat ein großes Repertoire an Angriffen. Okay, dicke Schläge sind eher unklug. Schwanzschlagen macht er auch. Ganz ekelhafte Nummer. Muss man aufpassen, wenn man hinter ihm steht. Kannst du nicht den Ball darunter fallen? Okay, bei der Nummer kann man zum Beispiel 3 Schläge machen. Das ist ganz gut zu wissen. Lala. Bezieht sich das grausame Mal auf was zu essen oder auf die Pocken in seinem Gesicht? Oder zeigt er uns gleich noch seinen Arsch und da ist eine riesengroße Pocke dran? Aha. So, wie gesagt, das ist ein etwas langwieriger Kampf, vor allem mit dem Bettler hier. Verdammt. Mit einer Pike wäre das wahrscheinlich auch deutlich besser gegen ihn. Ich will nur agieren, ich will nicht angreifen, weil das ist bei so Bossen meistens ein Fehler. Ach, ey, du hast einen Baum gefällt. Meine Güte, was kann der arme Baum denn für deine Wut? Die Zauberdinger sind ekelig, damit macht er immer Schaden, weil unser Schild wahrscheinlich zu wenig Zauber blockt. Scheiße, den habe ich nicht mehr kommen sehen. Hab ich leider vergessen, dass der noch kommt. So, immerhin schon mal fast ein Viertel weg von dir. Oder ist ein Viertel, ne? Ah,
Knall doch den Wall mal darunter. Da würdest du mir einen riesen Gefallen mit tun. Was? Toll, jetzt können wir uns nichts mehr zu saufen reinhauen. Kann es sein, dass das jetzt gerade mal so eine Zwischendurchphase war, dass er jetzt ganz kurz mal in diesem Rage-Modus verfallen ist und das jetzt erstmal wieder weg ist? Möglich ist das, oder? Oder auch nicht? Boah! Ich hätte nicht gedacht, dass er uns da noch trifft. Ja, ne? Ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall mal unser erster Versuch am ersten größeren Boss des Games. Wir sind bei 27 Minuten. Noch ein Versuch würde ich jetzt eher sein lassen, weil ich glaube, das wird dann die 30 Minuten etwas härter sprengen. Aber wir kriegen das mit Sicherheit noch hin. So schwer ist der Kerl dann auch nicht. Man muss halt die ganze Raumbreite irgendwie versuchen einzunehmen und zu versuchen, das mitzunehmen. Und dann kriegen wir das auch irgendwie mit Sicherheit geregelt. Das Problem ist, er ist etwas langwieriger, weil wir noch nicht so die krasse Ausrüstung haben. Ich denke mal, wenn man hier mit einer Klasse reingeht, die vielleicht ein Stück weit ausgerüstet ist, mit einer Vollrüstung, die schon Schutz bietet etc., dann sieht das Ganze direkt ganz anders aus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Und bis es soweit ist, wünsche ich alles Gute. Macht es gut. Ciao.